Gerüchte besagen, dass eine Frau aus dem Kälteschlaf aufgewacht ist. Rati, die Leiterin von Cryo Hope, glaubt das nicht. Irgendetwas ist mit dem Körper ihrer Kundin, Frida Garcia, geschehen. Sie ist verzweifelt und bittet um Hilfe. Und damit herzlich willkommen, mein Freund, zur Nebenmission Kühlkette einhalten. Ja, wir sollen zu Cryo Hope gelangen und das befindet sich, ich vermute, da vorne. Das da hinten sind ja Ruinen, also wird das wohl hier vorne sein. Und ja, dann schauen wir mal, was die gute Leiterin von Cryo Hope uns da, ach du, uns genau zu sagen hat. So, da sind wir. Finden Sie die Wissenschaftlerin. Sie ist bei Cryo Hopes Geld angestellte wissen mehr. Ah ja, klar. FPS sind leider nicht gefixt. Aber ich weiß zumindest. Zumindest läuft die Grafikkarte nicht mehr permanent auf 100. Guck mal, oben ist auch einer. Nehmen wir den zuerst und dann den da hinten. Zack. Wer braucht schon KI-Kameraden? So, wir haben jetzt hier im Moment 50 FPS. Kann natürlich an den NPCs liegen, weil es hier so viele davon gibt. Aber also in der letzten Folge waren meine Performance-Probleme tatsächlich darin begründet, dass der Desktop-Fenster-Manager die GPU zu 25% ausgelastet hat. Bitte, gehen Sie weg. Ich hoffe, Sie können mich darüber aufklären. Gut, dazu weiß ich Folgendes. Ich danke Ihnen. Ja, danke schön. Bitte. Ich hab nichts Falsches getan. So, dann sprechen wir mal mit der Leiterin. Was? Das war doch ein Thronensound. Ich kenne diese Sounds doch. Da, da, nein. So, da haben wir einen Gegner, den habe ich doch gesehen. Genial. Ja, absolut genial. Rechnet mit heftigem Widerstand. Die Rebellen sind organisiert und gefährlich. Feind in Sicht! Was, wie konnte der mich denn hier sehen? Jetzt mal ohne Witz. Mal ohne Witz. Ich war hier in Deckung. Als er gerufen hat, der kann mich nicht sehen. Nicht mal, wenn er so groß wäre. So groß wäre. Ich hab da hinten noch jemanden sprechen gehört. Mein Bereich ist sauber. Ist er nicht? So. Jetzt aber zu der Dame. Oh. Gut. Okay. Eskalation erfolgreich gemeistert. Guten Tag. Gehören Sie zu Sentinel oder zu diesen Militärleuten? Zum Militär. Mein Name ist Nomad. Gut, bitte, Sie müssen mir zuhören. Ich bin Dr. Rathi, die Leiterin von Cryo Hope. Ich brauche dringend Ihre Hilfe. Ich fürchte, eine Klientin wird vermisst. Klientin? Sie meinen... Ich meine Ihren Körper. Den Körper von Dr. Frida Garcia, der Gründerin dieses Labors. Sie war krank und ließ sich einfrieren. Jetzt wird sie vermisst und es gibt Gerüchte, wonach sie von selbst aufgewacht und gegangen ist. Ich muss wissen, was hier vor sich geht. Wie soll ein gefrorener Körper aufstehen und weggehen? Ihr Körper wurde im Startup und nicht in Eternity aufbewahrt. Vielleicht hatte es etwas damit zu tun. Ich weiß es nicht. Aber es ist ja nicht so, dass sie aufgewacht und gegangen wäre, oder? Wäre ihr Körper für irgendjemanden von Wert? Scales Sicherheitssystem basiert auf Biometrik. Wer ihren Körper hat, könnte in ihr Haus gelangen. Mehr weiß ich wirklich nicht. Oh, 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 das klingt nicht gut. Ja, was? Wir haben uns gerade unterhalten. Sag mal. So, zum Kältekammerlager. Auf geht's. Avengers, assemble. Team, zu mir. Team, zu mir. Oh, ich habe neu gestartet und
Hab Voice-Attack wieder vergessen, nochmal neu anzumachen. Verdammt. Ich wusste doch, dass mir das irgendwann passiert. Ich habe ja eben alles mal beendet. Einfach damit Voice-Attack als Performance-Problem ausgeschlossen ist. Team, zu mir. Zu meiner Position. Was heißt, jetzt würde mich aber mal interessieren. Läuft die Grafik gerade jetzt auf 100? Ja, auf 80. Ah, eben. Zwischen 70, 75, 80. Keine 100. Das ist gut. So. Wo ist das Ding jetzt, wo wir hin sollen? Schauen wir mal auf der Karte. Ist das hier... Gelangen Sie zum Kältekammerlager? Wo ist das? Warum wird mir das nicht angezeigt? Hier. Wo ist das Kältekammer? Das muss doch hier bei denen sein, oder? Ich gehe jetzt erstmal da oben den. Ja, da ist nichts, genau. Vollkommen korrekt. Noch weniger kann ich los sein. Ach, Sentinel immer am Meckern. Hier ist alles ruhig. Ja, absolut alles ruhig. Gar nichts los hier. So. Wo ist das Kältekammerlager? Ich bin etwas überfragt gerade. Ach, es steht doch da im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Mein Gott. Was ist das Hauptgebäude? Bin ich hier im Hauptgebäude? Ich muss gleich mal gucken. Hier geht's raus. Ich schau mal gerade mit der Drohne. Das ist eins. Das hier ist das Hauptgebäude. Eieiei. Kann man so verpeilt sein? Verwöhnt vom Missionsmarker. So, im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Hier. Alles klar. Hier war sie wohl drin. Und schauen wir mal. Natürlich immer den Stick rein. Das unsichtbare Handy bedienen. Gar kein Ding. Ich bin jetzt kein Experte. Zu urteilen, wurden einige Dateien gelöscht. Das war einer der Angestellten. Ich bin jetzt kein Experte hier, ne? Aber laut der Anzeige hier ist da noch ein Körper drin, denn die Anzeige hier ist genauso wie da. Mit dem Unterschied, dass hier die Balken grün sind und da rot. Aber die Grad-Celsius-Anzeige, die Prozent-Anzeige, alles genauso wie bei den... Oh, es ist überall gleich, ne? Das ist schade. Schade! Naja, ist halt keine Simulation, ne? So, was haben wir hier? Wer war's? Arbeitstag, Anwesenheitsprotokoll. Bitte schreiben Sie Ihren vollständigen Namen. Bob Bernard Alice Xavier. Also ich finde, da stehen noch mehr Namen als nur Bob Bernard und Alice Xavier. Aber gut. Aber gut. So, dann wo sind die beiden denn? In der Wohnanlage Jane Addams. Alles klar. Und die ist wo? Warum wird mir das denn nicht mehr angezeigt? Wurde das zurückgesetzt? Ich habe doch eigentlich für die Nebenmission habe ich immer geführten Modus. Ah, der wurde zurückgesetzt. Ah, deswegen ist der nicht mehr geführt. Wurde es hat auch zurückgesetzt? Nee, das ist noch an. So, aber ich hab's jetzt angemacht, ne? Paranoia, ja. So, geführt. Weiß ich immer noch nicht, wo es ist. Ah, doch, da unten, okay. Direkt da, irgendwo in die Richtung. Haben die hier einen Heli? Ich will nicht dahin laufen oder so fahren. Ah ja, da hinten ist ein Heli, wunderbar. Auf geht's zum Heli. Guten Tag. Oh, ja. Ich würde so gerne die Waffe wegstecken können. Ja, ich verstecke mich auch nicht hier, Mr. Sentinel Man.
Ich laufe einfach hier rum und töte deine Kameraden. Und dich. Was? Da ist er einfach zu mir gerutscht. Ja, das war mein streng limitiertes und patentiertes Magnetmesser. Es zieht Körper an. Ein Körpermagnet. So. Das Ding ist wo? Da ist es. Okay. 1,7, 1,6, 1,5 Kilometer. Oh, ich habe nicht auf die Kameraden gewartet. Sorry, ich war so verwirrt von dem ganzen Einstellungskram, dass ich auf die Teamkameraden vergessen habe. So. Mein Gott. Was ist denn heute los? Ich kann nicht mehr sprechen, kann mich nicht mehr konzentrieren. Naja, das ist eigentlich auch kein Wunder. Denn ich habe zum Aufnahmezeitpunkt heute und gestern an einem Seminar teilgenommen. Und das waren so netto, wenn man die Pausen wegnimmt, waren das so um die 8 Stunden Hardcore-Content. Oh, scheiße. Nicht schlecht, Boss. Und es war halt immer von morgens 9 bis abends um 7 ungefähr. Och, willst du mich verarschen? Pass nicht mehr auf. Glauben wohl, dass wir nicht hier sind. So, guten Tag. Was wissen Sie? Was muss ich dazu wissen? Raus damit! Oh oh. Ich hab dir. Autsch. Ja, danke. Ein Sniper, der mich durch einen Baum sieht. Ich hasse das, wenn Blätter kein Hindernis für NPC Augen sind. Ist aber, um ehrlich zu sein, fast jedem Spiel so. Ich würde auch vermuten, dass es einfach viel zu sehr auf die Performance gehen würde, wenn die NPCs auch noch Blätter beachten würden. Nein, ich will nicht... Oh, dann täuscht. Ja, ich bin jetzt gleich tot und dann werden wir wieder neu aufgesetzt. Mein Gott. Oh, ich habe vergessen, mir vor der Folge... Ah doch, ich war im Biwak. Ich wollte schon sagen, ich habe vergessen, mir neue Bandagen zu craften. Aber ich war im Biwak. Ich habe es gemacht. Überall stöhnt's nur noch, weil die ganzen Informanten am Boden liegen. Schöner Treffer. Oh Gott. Upsala. Ja, danke, Vasili. Du bist genial. Absolut genial. So. Lager komplett. Das haben die komplett die KI-Kameraden gemacht. Waren die schon immer so gut? Ich erinnere mich nicht daran, dass die so gut waren. Was muss ich dazu wissen? Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Jo, dann. Massensterben jetzt. Das ist einfach so dumm. So, was hat er uns denn gesagt? Wir sollen mit Alice und Bob sprechen, ja. Achso, der hat uns gesagt, wo die wohnen. Okay. Alice! Bobby! Bobby Bobmann. Was ist das denn hier? Generalversammlung. Yo, Bob, was geht? Arbeiten Sie beide bei Cryo Hope? Ja, mein Name ist Alice. Und ich bin Bob. Wie können wir Ihnen helfen? Ich bin auf der Suche nach einem verschwundenen Körper. Oh. Meinen Sie etwa...
Dieses Gerücht über den Körper, der einfach wegging, davon haben wir gehört. Es stimmt also? Das versuche ich herauszufinden. Kennen Sie jemanden, der damit zu tun haben könnte? Nein. Aber man muss schon ziemlich krank sein, um einen gefrorenen Körper zu stehlen. Sorry, mehr wissen wir auch nicht. Oh, Moment. Was ist mit Jimmy? Der Typ ist völlig verrückt. Wenn jemand dazu fähig wäre, dann er. Oh, stimmt. Jimmy hatte ich ganz vergessen. Was hat die für einen Mund? Ja, den sollten Sie sich mal vornehmen. Wie konnte ich ihn bloß vergessen? Dann rede ich mit dem. Danke. Was machen Sie hier? Was ich hier mache? Ich töte Zivilisten. Nein, tue ich nicht. Ich habe euch befragt. So, Jimmy. Jimmy, ich komme. Dein Nachbar mit der Danny DeVito Gedenkfrisur hat mich zu dir geschickt. Er sagte, du wärst seltsam. Hört sich nach einem... Ach, der kocht? Sie kocht. Wie lange macht die das jetzt noch? So lange, bis sie mich bemerkt. Und dann lässt sie die Pfanne fallen. Hallo? Hallo? Was habe ich denn jetzt schon wieder vom Tisch geklaut? Das ist immer dasselbe. Ich liebe es. Yo, Jimmy. Hey. Könnte ich Sie kurz sprechen? Ja, sicher. Haben Sie von dem tiefgekühlten Körper gehört, der aufgewacht und abgehauen ist? Oh, natürlich, davon habe ich gehört. Das war doch nur Gerede, wissen Sie. Ich wollte keinen Ärger machen. Das kam von Ihnen? Naja, nicht direkt von mir. Alice, eine der Wissenschaftlerinnen, hat mir davon erzählt. Sie wollte, dass ich es rumerzähle, um den anderen ein bisschen Angst zu machen. Also war es Alice' Idee, das zu verbreiten? Ja, sie ist echt besonders. Ich dachte, wenn ich ihr helfe, bemerkt sie mich vielleicht. Wenn der Körper nicht von allein ging, was ist dann passiert? Keine Ahnung, ehrlich. Moment, alles, was mit den Körpern passiert, wird vermerkt. Die Aufzeichnungen werden auf dem Backup-Server im kryogenischen Zentrum aufbewahrt. Oh, das habe ich eben schon auf der Karte gesehen. Wow, warum ist die Maus... Hä, was ist mit der Maus? Warum war die so empfindlich? So, wir sollen jetzt wieder zum... Das ist... Eieiei, so, der Heli steht da drüben irgendwo. Warum wird es mir nicht markiert? So, auf jeden Fall sollen wir dahin. Das habe ich ja eben schon da oben gesehen. Ah, jetzt wird es markiert. Okay. 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 Ach, da oben. So, der Heli steht da. Wunderbar. Wie gerufen. So, und alles einsteigen. Diesmal müsst ihr euch nicht anstrengenderweise teleportieren. Ich warte auf euch. Schubidubidubi. Schubidubab. So. So, wo parken wir das Ding denn jetzt hier? Am Helipad ist schlecht, da stehen zwei Wachen. Ich würde es ja am Helipad... Ach komm, mal schnell, also versuchen wir das Ding irgendwie hier auf dem schmalen Weg zu parken, so dass es vielleicht nicht abrutscht. Ja, ich habe so das Gefühl, wir müssen dann noch ein bisschen mit rumfliegen. Blümchen pflücken. So. Ja, easy. Feuer auf mein Kommando. Bewege mich zum Ziel. Ziel auf den Schützen. Bringe mich in Position. Bereit, Ghost Lead. Anvisiert. Drohne. Ziel auf die Flugdrohne. Verstanden. Wechselposition.
schussbereit. Okay. 3, 2, 1, Feuer. Gut geschossen. Gut, nice. Hat gut funktioniert. Ich bin stolz auf mich. Hier ist noch eine. Hacken Sie den Server. Oh, hallo. So, wo kommt der andere? Läuft der nicht da lang? Oh, oh. Ach, da unten läuft er. Was soll das? Mist, das ist Nick! Wir haben Gesellschaft! Hui, knapp. Das war knapp. Hier ist nichts. Oh Gott, Schüsse! Die würde ich so nicht unterschreiben. Da draußen war noch eine, habe ich gesehen. Ja, hier wimmelt es nur so von Daten, aber auch von Gegnern. Der läuft da draußen irgendwo rum. Ich will nicht, dass er seine Kameraden sieht, die da tot rumliegen. Immer noch, genau. Die Drohnenteile nehme ich mir. Denn ich habe gerade akuten Mangel an Flugdrohnenteilen. Für die Sensordrohnen. Das sind nicht Sensordrohnen. Sondern die Sensorgranaten. Läuft da unten auch noch einer? Ja. Hallöle. Guten Tag. So. War das alles? Ich hoffe. So, was wollen wir jetzt hier genau machen? Den Server hacken und der ist halt im Kryokonservierungszentrum. Da sind wir. Die Frage ist, wo ist der Server? Ich würde vermuten, unten. Komme ich da hin? Gut, ich war gerade schon fast da, ne? Hacken Sie den Server in mundgerechte Stücke. Komm, ich springe jetzt da runter, da bin ich halt ein bisschen verletzt, was soll's. So. Guten Tag. An welchem Laptop darf... Ach, da hinten. Stöhnen, 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 stöhnen. Du kannst aber schön stöhnen. So, einmal hacken. Nomad mit den krassen Hacker-Skills. Kältekammer Zugangsprotokoll. Bernard Bob, Wissenschaftler. Xavier Alice, Wissenschaftlerin. Ja, das dachte ich mir doch schon. Der Bobby Bobmann und die Frida Kahlo da mit drinstecken. Oh, was zum Teufel? Nee, gar nicht. Frida Kahlo ist doch die, die wir suchen, ne? Das hab ich. Wie schnell. Alice Xavier heißt sie, nicht Frida. Frida ist die Frau, die fehlt. Wie schnell kann man so verpeilt sein? Jetzt kommen wir wieder da runter und dann sind die weg. Das ist doch abzusehen, oder? Kameraden, wo seid ihr? Jetzt mal ohne Witz, wo sind die? Hallo! Ja, komm. Die kommen nicht runter, die finden keinen Weg. Ne? Komm, ich hole euch ab. So, da haben wir einen. Das Fury. Was sind die anderen? Sind die anderen tot? Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Okay, sie haben sich schon hin teleportiert, alles klar. Gut, von mir aus. Da konnte ich jetzt echt nichts für. Ich habe gewartet, nicht besonders lange, aber wir sind auch schließlich im Einsatz. Da ist langes Warten nicht drin. Ich hoffe, die Gegner sind nicht respawned. Ich fliege mich jetzt einfach bis zu denen vor der Haustür. Doch, sie sind gerespawned, natürlich.
Natürlich sind die Gegner gespawnt. Oh, da ist eine Kiste. Suchen Sie Alice und Bobs Haus. Da waren noch mehr. Was ist los? Ich weiß genau, dass da noch mehr waren. Du legst dein Leben in die Hände von Leuten. Abgesehen, dass ich... Oh, der hat Leiche gesehen. Wo ist der? Der alte Leichenentdecker. Na komm. Ach, weißt du was? Ich hab doch hier. Ich vergesse das immer. Genau, absolut gar nichts. So. Hey, was gibt's Neues? Sentinel baut auf deine Unterstützung während des Ausnahmezustands. Denk daran, wer nicht kooperiert, wird bestraft. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Jetzt habe ich das zum ersten Mal kapiert, beziehungsweise gehört von einem NPC. Das Alexa-Ding heißt ja Faye. Er hat gerade gefragt, hey Faye, was gibt's Neues? Und Faye hat geantwortet, dass Sentinel auf seine Unterstützung baut und so. Hey, cool. Das war cool. Und ein bisschen beängstigend. Frieda, Carlo finden. Wir müssen einfach den Augenbrauen nach. Das ist ein Laptop, der Bob und Alice gehört. Die Daten darauf lassen vermuten, dass sie damit versucht haben, biometrische Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Was geht mit denen? Sind die ein bisschen krank? Ich hoffe, die haben wenigstens den Körper nochmal irgendwie eingefroren oder so. Ja, ziemlich gut, ne? Wie weit? Ach, 2,3 Kilometer. Zum Glück habe ich den Heli hier mitgenommen. Wieso sind sie hier? Und nicht in der Luft gelassen, um Fallschirm. Was gibt's, Faye? Was zum Teufel? Wer sind Sie? Entschuldigung, ich habe keine Erklärung dafür. Was machen Sie hier? Ich klaue euch Obst. Ach nee, das da kann man nicht klauen. Schade. Hab schon alles eingesteckt, was geht. So. Team, zu mir. Sammelt euch bei mir. Und vielleicht klappt's ja jetzt mit dem Einsteigen. Noch weniger kann ich durchsteigen. Mecker, mecker, mecker. Wo läuft der denn rum? Na komm. Fury, du darfst. Bam, bam, bam. Ach, Vasili war das. Hat sich in eine für Scharfschützen vorteilhafte Position begeben. Schätze ich einfach mal. So, was suchen wir denn jetzt? Achso, Friedas Haus. Ah. Ja, die wollten ja da rein, ne? Die kranken Schweine von Wissenschaftlern. Die hat aber auch ein echt krass einsames Haus da. Die muss ordentlich verdient haben, die Frau eingefroren. Schaut mal hier auf dem Dach. Oh, hier ist Sentinel. Schalter. Hab ich noch? Nee, natürlich nicht. Oh Gott. Ja, oh, natürlich ein Schwergewicht. War ja klar. Ich wollte mich gerade noch hinlegen, aber ich habe hinlegen auf der Alt-Taste auf der linken. Bin aber nicht rechtzeitig. Also habe die Alt-Taste nicht rechtzeitig gefunden. Weil die Leertaste auf meiner neuen Tastatur ist länger als die auf meiner alten. Da muss ich mit dem Daumen viel weiter rüberrutschen, um zur Alt-Taste zu kommen. Oh shit, ich habe nicht genug Bandagen mehr.
ist jetzt alles ruhig. Genau, hier ist alles ruhig. So, aber wir können noch einigermaßen laufen. Verschwunden. Es ist wieder ruhig. Ja, alles wieder ruhig. Alles wieder ruhig. Alles, Paletti, gar kein Problem. Nee, ich, ja, genau. Ich wollte runterziehen. Ich wollte nicht runterspringen. Naja. Was soll. Ist da eine Kiste? Da ist eine Kiste. Also da hier Sentinel ist, würde ich vermuten, entweder wurden die vom Sicherheitssystem alarmiert oder die wollten hier rein und die waren... Oh nee, da ist die Leiche. Ja, das sieht nach einem gefrorenen Körper aus. Fridas Körper, wenn ich mich nicht irre. Und sie wurden von Sentinel bezahlt, wollte ich sagen. Vergammelte Bananen, sehr gut. Und ein Laptop natürlich, warum auch nicht. Fridas Kryoforschung. Nach mehreren Testdurchläufen habe ich einen neuen Kryokonservierungsprozess gefunden, der zu funktionieren scheint. Es gibt nur wenige Ergebnisse, aber die ersten Resultate stimmen optimistisch. Nachdem ein überarbeitetes Kälteschutzmittel injiziert wurde, kann ein lebender Körper in ein Sicherheitskühlgerät überführt werden, in dem der Vitrifizierungsprozess abgeschlossen werden kann. Durch diese Form der Neuropräservation könnte der Körper für alle Ewigkeit leben. Jetzt mal bitte Applaus dafür, dass ich das geschafft habe, fehlerfrei vorzulesen. Hey, hey. Okay. So, mit Rati sprechen. Sie ist auf der Terrasse von Cryohope. Da liegt ein toter Wolf. Was? Warum liegt da ein toter Wolf? Und wo ist die Treppe für hoch? Gibt es ja keinen zweiten Stock. Da steht ein Fay. Hey Fay, was geht? Okay, dann. Ich hoffe, ich kann so verletzt im Heli fliegen. Raucherhusten. Ja, das ist gar kein Problem. Fliegen. Ganz gechillt. Fallschirmspringen wäre bestimmt dezent schmerzhaft. So verletzt. Arm verletzt, Bein verletzt. Das sticht in der Luft und sticht beim Landen. Ja, Mann. Die Arme hat sich einfrieren lassen, um zu warten, bis es ein Heilmittel für ihre Krankheit gibt. Und dann kommen so zwei Sackgesichter und nehmen sie einfach mit. Ne? Die sind hier bestimmt auch respawned, oder? Da unten fährt ein Roboter rum. Weißt du was, dann lande ich hier. Scharfschütze ist auch da auf dem Dach. Voilà. Nicht verletzen, dass ich vergesst bin. Genau, nicht vergessen, dass ich verletzt bin. Und dann picken wir die mal hier weg. Schleichen geht gar nicht. Geht nicht mehr. Komme ich kaum voran. Hallo. Zielen ist auch ziemlich schwierig. Es wackelt ziemlich. Ist halt hart verletzt. Okay, wir haben da so ein Roboter-Ding. Hä? Wer? Wie vorsichtig, wir werden angegriffen. Wer hat das denn jetzt bemerkt? Ich springe jetzt mal da runter. Kontakt! Wir haben keinen Kontakt! Erde, aber er war doch so weit weg. Team, Feuer frei. Feuer eröffnen. So, ich bleib jetzt einfach hier auf dem Dach und lasse die Kameraden die Drecksarbeit machen.
Ich helfe so gut ich kann, aber versprechen kann ich nichts. Zeigen wir ihn. Oh. Oh, 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 das war knapp. Vorsicht! Feindliche Einheiten im Gebiet! Verdienen wir uns unser Geld! Ich brauche ein Versteck! Bleib bloß in Deckung! Das dauert nicht lang! Oh wei, wenn der mich trifft, war's das. Ich muss nachladen! Ich kann ihn. Oh, er muss nachladen! Sehr gut! Na komm, ich geh mit. Oh Gott. Oh. Tinnitus. Ich wollte eigentlich zur Drohne gehen, aber er konnte nicht mehr lenken. Dank des Tinnitus. Wer kennt's nicht? Mit Tinnitus kann man halt nicht mehr um die Kurve gehen. Oh. Da ist er. Ja. Geld verdient. Kopfgeld eingesammelt. Kopfgeldmissionen hier wären auch geil. Aber. Problem ist, dass die Bösen ja die sind, die die Macht haben und nur Kopfgeld vergeben könnten. Die anderen haben ja kein Geld oder nur wenig Geld. Jay Skell ist so eine gute Seele, der wird wahrscheinlich kein Kopfgeld aussetzen. Wenn seine Krypto-Wallets nicht schon irgendwie eingefroren sind oder so. Sie sind zurück. Haben Sie rausgefunden, was mit Dr. Garcia passiert ist? Die gute Nachricht ist, sie ist nicht von allein gegangen. Die schlechte ist, dass ein gewisser Bob und eine Alice ihren Körper gestohlen haben. Bob und Alice? Das kann nicht sein. Sie sind zwei unserer engagiertesten Wissenschaftler. Vor allem haben sie sich für sich selbst engagiert. Sie haben sich mit Dr. Garcias Körper Zugang zu ihrem Haus verschafft. Sie wollten ihre Forschungsergebnisse. Sie haben sie aber nicht bekommen und werden es auch nie. Danke für Ihre Hilfe. Sollten Sie je ein verstärktes Interesse für Kryonik entwickeln, wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Ja, auf der Terrasse vom Cryohope. Gebäude oder im Gebäude dahinter. Ich darf nicht hier sein. Das ist schade. Das macht mich jetzt aber traurig. Ja gut, jedenfalls haben wir die Mission geschafft. Und ja, ich werde mich jetzt erstmal zum Biwak zurückziehen und mich dort verarzten. Mir die Kugel aus dem Bein ziehen. Und dann ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.